Ich habe dir gesagt, du sollst das Formular ausfüllen. Lass mich durch. Es ist dringend. Ah, schneller. Nimm mir das ab. Das tut wirklich weh. Ja, natürlich. Nur einen Moment. Was soll ich tun? Alles klar, bist du bereit? Jump-Check. Perfekt. Jetzt müssen wir es einpacken. Fühlst du dich jetzt besser? Puh. Oh nein, mein Streitkolben. Sei nicht böse. Du hast mir geholfen. Hier, nimm ihn. Danke. Er ist perfekt. Toll. Ich bin so glücklich. Hallo. Ja, klar. Ich bin hier. Was ist los? Bitte rette mein Ei. Geh weg. Ah! Hilfe! Ah! Bitte Hilfe! Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Ich bin sicher, das Pflaster wird reichen. Warte nur einen Moment. So, viel besser. Und jetzt noch ein paar Federn. Chum-chick. Wow, das ist unglaublich. Und jetzt wollen wir dich auch noch überprüfen. Danke. Oh, es sieht so aus, als hättest du auch einen ziemlichen Schlag abbekommen. Kannst du das reparieren? Natürlich. Schau. Wow, ich fühle mich wirklich besser. Meine Flügel sind so leicht, aber ich kann nicht fliegen. Lass uns versuchen, das zu reparieren. Ich habe definitiv etwas in meiner Medizintasche. Lass mal sehen. Halt dich fest, Baby. Fangen wir an. Willst du fliegen? Vielleicht versuchst du es jetzt? Wow. Gut gemacht. Oh, ich bin froh, dass es bei dir geklappt hat. Chip-Tick. Auf Wiedersehen, mein Vögelchen. Ah, das Ei. Wie konnte sie es nur vergessen? Oh, komm zurück. Was ist mit dem Baby? Komm runter. Oh nein. Ich beobachte dich erst einmal. Oh, es scheint sich zu bewegen. Ich frage mich, wer da drin ist. Was denkst du, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Es schlüpft gleich. Wow, das ist der Bleistift, der mir gefehlt hat. Bitte sehr, Baby. Gefällt er dir? Er ist noch übrig. Oh, du willst zu mir? Hilfe, Doktor. Mein Bauch tut weh. Interessant. Lasst uns ein Röntgenbild machen. Sieh dir das an. Dein Fall muss sofort behandelt werden. Schneller, in den Operationssaal. Leg dich hin. Ich fühle mich so schläfrig. Oh, hör auf damit. Fangen wir an. Das legen wir erst einmal beiseite. Puh, bereit für die Operation. Machen wir einen Einschnitt. Oh, so viele Viren. Woher hat er das alles? Jetzt lass uns gesunde Zellen sortieren. Puh, geschafft. Alles ist wieder an seinem Platz. Perfekt. Nur noch ein bisschen. Und fertig. Oh nein. Wir verlieren ihn. Wach auf, Catnip. Wir brauchen einen Schock. Schneller. Was? Es klappt nicht? Halte durch. Es gibt noch eine Chance. Leute, like dieses Video. Wir können Catnip mit eurer Hilfe retten. Ich schaffe es nicht allein. Oh, lass es uns versuchen. Jump-Tick. Und nochmal. Wow, es hat geklappt. Ich danke euch sehr. Na, wie fühlst du dich? Steh auf. Viel besser. Doc, du bist fantastisch. Auf Wiedersehen. Oh, ich habe einen Anruf. Ja, ja, natürlich. Ich bin schon auf dem Weg. Wer braucht Hilfe? Wow. Doktor, bitte hilf mir. Meine Karotte. Gib sie mir. Ich kann wegen des Ohrs nicht aufstehen. Na gut, ich werde dir jetzt helfen. Hier ist deine Karotte. Guten Appetit. Oh, ich bin dir so dankbar. Ich habe gerne geholfen. Mach's gut. Warte. Ja? Was? Vielleicht kannst du mir auch mit meinem Ohr helfen. Ah, richtig. Natürlich werde ich helfen. Mal schauen, was ich mitgebracht habe. Nicht das.
Oh, könnte nützlich sein. Diesmal aber nicht. Oh, ich hätte dich fast vergessen. Wie süß. Na gut, was gibt's sonst noch? Perfekt. Ein größenreduzierender Blaster. Stellen wir ihn auf, dann können wir loslegen. Hoppy, bist du bereit? Bitte beeil dich. In Ordnung. Lächeln. Doc, ich zahle jedes Geld. Oh, ein Geldregen. Tum-tick. Ah, mein Ohr. Nun ist es zu klein. Es funktioniert nicht mehr. Mach es normal groß. Kein Problem. Tum-tick. Wuhu. So cool. Danke. Und hier ist deine Belohnung. Danke, Hoppy. Ich bin dir sehr dankbar. Wow. Es ist also ein Bleistift. Toll. Der ist perfekt für meinen Streitkolben. Ich bin so glücklich. Hier hast du es, Baby. Hilfe, Doktor. Sieht nach einem schweren Fall aus. Ich helfe dir beim Aufstehen. Dann lass uns das Röntgenbild anschauen. Alles wird gut sein. Los geht's. Jump-Tick. Wenn du fertig bist, gib mir das Foto. Schau. Wow, was für eine Kurve. Mach deinen Rücken gerade nicht krumm. Okay, du kannst jetzt rauskommen. Wow, das war neu. Aua, mein Rücken tut immer noch weh. Bitte, leg dich auf die Couch. Oh, danke. Ich würde mich gerne hinlegen. Puh. Jetzt tief einatmen. Perfekt. Ich werde alles in Ordnung bringen. Oh, es ist so kompliziert. Zeit, Pomnys Rücken zu reparieren. Ja. Hey, was war das? Meine Behandlung. Wenn du fertig bist, wirst du so gut wie neu sein. Wow, das ist unglaublich. Oh, stimmt etwas nicht? Du brauchst ein Korsett. Dein Rücken hat sich einfach noch nicht daran gewöhnt. Oh, so ist es schon besser. Doc, du bist ein Wunder. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich bin dir sehr dankbar. Noch eins, ja. Oh, Freddy? Doktor, nimm sie mir ab. Schneller. Ich halte es nicht mehr aus. Halt dich fest. Ah, bleib weg von Freddy. Sei einfach vorsichtig. Ich habe eine gefangen. Noch einen. Nimm das. Wir haben es geschafft. Vielen Dank. Oh, sieht so aus, als ob es in mir stecken bleibt. Lass mal sehen. Autsch. Mach dir keine Sorgen. Es tut so weh. Bitte beeil dich. Chica wird sich um dich kümmern. Leute, legt euch nicht mit Bienen an. Das kann gefährlich sein. Und jetzt lasst uns damit fertig werden. Nicht bewegen. Chum-Chick. Autsch. Das tut weh. Wir müssen nur das ganze Gift entfernen. Nur noch ein bisschen mehr. Geschafft. Und jetzt ein Pflaster drauf. Es wird bald heilen. Oh, wie süß. Doktor, du bist ein Wunder. Ich danke dir. Hilfe. Hey, wessen Stimme ist das? Lasst uns genau hinhören. Das ist komisch. Oh nein, da ist jemand. Könnte es ein Kind sein? Wahnsinn. Ich glaube, wir müssen das Kind rausholen. Los, komm. Hey, Baby. Hilfe. Warte, ich hole dich jetzt raus. Oh, du warst es also, der mich gefressen hat. Brauchst du Hilfe? Danke, hier ist etwas, weil du mich gerettet hast. Baby, vielen Dank. Tschüss. Du siehst jetzt viel besser aus. Freddy? Warte, wo ist mein Kopf? Hallo, was? Ich bin schon auf dem Weg. Also, wer braucht meine Hilfe? Loser, hau ab. Hört auf, bitte. Los, raus hier. Hey, was macht ihr da? Wir sind die coolsten Typen hier. Wir machen, was wir wollen. Dann mache ich auch, was ich will. Ah, sie ist verrückt. Ich brauche nur Spender. Setzt euch. Ich habe Angst. Was wird sie mit uns machen? Oh, du wirst es herausfinden. Tschick. Ah, Hilfe. Und es steht euch. Ihr seht toll aus. Bitte verzeih uns. Renn, schnell. Wir sind noch nicht fertig. Werdet ihr weiterhin Ärger machen? Nein, wir werden brav sein.
Das ist großartig. Das ist für dich, Miss Delight. Oh, ich sehe, ihr werdet erwachsen. Ich danke dir. Miss Delight, das werden wir nicht vergessen. Oh, nein, nicht. Auf Wiedersehen. Diese Fieslinge. Ich bin jetzt ganz nass. Das ist unmöglich. Sogar die Kappe ist innen drin nass. Na, wenigstens habe ich den Bleistift. Was? Miss Delight, bitte hilf mir. Oh, du bist es. Natürlich helfe ich dir. Schauen wir uns deine Temperatur an. Oh, keine Sorge. Nur 3 Sekunden. Zeig mal her. Oh, ich weiß, was dein Problem ist. Aber wir können es reparieren. Was meinst du? Das ist besser. Wo bist du? Du wirst keine Brille mehr brauchen. Mach deine Augen weit auf. Jump schick. Wow, so cool. Danke. Es ist zu früh, um sich zu freuen, Baby. Ich glaube, es ist Zeit für ein Makeover. Was sagst du? Ja, natürlich. Los geht's. Ich habe so viel Spaß mit dir. Wir sind bei der Frisur stehen geblieben. Mal sehen, wo können wir sie finden? Vielleicht hier? Hm, falsche Tür. Diese hier? Oh, beschäftigt. Ups, tut mir leid, Baby. Das war peinlich. Oh, das ist Kissy's Box. Sieh nur. Wow. Was für eine perfekte Perücke. Oh, ich dachte schon, wir würden es nicht schaffen. Warte, das ist noch nicht alles. Wir müssen sie noch ein bisschen verbessern. Ganz genau. Ich finde, es sieht toll aus. Geschafft. Jetzt lass es uns anprobieren. Wow. Das gefällt mir wirklich. Toll, dann können wir noch einen Punkt abhaken. Fertig. Du bist so ein kluges Mädchen. Pass auf. Nein, nicht so. Ah. Miss Delight ist so cool. Schau, ich habe ein Geschenk für dich. Zeig es mir. Wahnsinn, das ist so süß. Können wir etwas hinzufügen? Das ist so cool. Lass es uns hinzufügen. Ausgezeichnet. Ein bisschen Kleber und schon haben wir eine tolle Collage. Sieh dir diese Sticker an, was meinst du? Oh, nicht das. Nein, meine Zeichnung. Tut mir leid, Baby. Es war ein Versehen. Mach dir keine Sorgen. Ich werde alles in Ordnung bringen. Ich habe eine Idee. Lächle. Jetzt werden wir wie Zwillinge sein. Ah, das steht dir so gut. Magst du es? Natürlich. Und wir haben auch das Make-up gemacht. Noch ein Punkt erledigt. Ich glaube, wir können mit dem Streitkolben weitermachen. Ich hab's. Halt das mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Bitte, lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Beweg dich nicht, sonst wird es noch schlimmer. Also, was ist hier los? Huggy, diesmal schlage ich zu. Fang! Ach, warum? Das war's, Huggy. Du steckst in Schwierigkeiten. Ich habe noch mehr. Was? Das muss meine Einbildung gewesen sein. Will! Überraschung, Huggy. Tut mir leid, ich werde es nicht wieder tun. Zu spät. Bitte, nicht. Du wirst niemanden mehr verletzen. Ach, so gruselig. Das wird er nicht vergessen. Oh, wovon habe ich gerade gesprochen? Wow, ich glaube, das kann ich gebrauchen. Genau, das Baby braucht einen Streitkolben. Das scheint perfekt für die Basis zu sein. Und jetzt? Jump-Tick. Prächtig. Der Griff ist fertig. Jetzt brauchen wir die Stacheln. Weg mit den Federn. Das ist es, was wir brauchen. Wir teilen sie in 2 Hälften. Jump-Tick. Wunderbar. Wir kleben sie mit einer Heißklebepistole zusammen. Zeig es uns. Das wird ja richtig toll. Jetzt der Rest. Geschafft. Er ist genau wie meiner. Jetzt bin ich doppelt so gefährlich. Los. Hey, Baby. Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe. Es ist fast trocken. Oh, Miss Delight. Hier, bitte sehr. Wow, was für ein cooler Streitkolben. Jetzt habe ich von niemandem mehr Angst. Ich danke dir. Baby, sei vorsichtig. Du könntest dich verletzen. Warte. Aber Sicherheit geht vor. Ein Helm? Jetzt habe ich auch einen Schutz. Das ist nicht genug. Das ist besser. Bereit für das Training? Pass auf den Streitkolben auf. Jump-Check. Ein Boomerang-Streitkolben.
Jetzt du. Ich hab's. Chun Tung Chick. Baby, hör auf. Sogar ich habe Angst vor dir. Ein Schlag ist genug. Okay. Chun Chick. Wow. Leg dich hin. Ah. Meine Rutsche. Was ist das? So stark. Ist jemand hier? Ah. Ich fange ihn. Hier. Wie gefällt dir das? Du hast definitiv Talent. Aber sei vorsichtig. Danke. Das ist alles gut, aber ich denke, wir sollten das Chaos aufräumen, das wir angerichtet haben. Oh, ich bin so müde. Dann geh schlafen, Liebes. Puh, das war knapp. Und ich räume auf. Oh je, so viel Staub. Hatschi, ich schlafe. Hatschi. Oh, so stark. Wir müssen nicht noch mehr Unordnung machen. Hatschi. Ah. Oh, was ist passiert? Geht's dir gut? Entschuldige, ich wollte dich nicht aufwecken. Da sind sie. Hm. Leg dich hin. Riechst du das auch? Was ist das für ein Geruch? Oh. Oh nein, nicht Catnap. Hab ich dich. Bleib weg von mir. Nö, komm her. Miss Delight, wachen Sie auf. Leute, bitte like dieses Video, um Miss Delight aufzuwecken. Glaube nicht, dass du mir entkommen kannst. Beeil dich wie in diesem Video, sonst fängt er mich noch. Zeit für dich, in den Sack zu gehen. Oh, oh. Leute, bitte noch mehr Klicks. Ich bitte euch. Nicht das. Es wird Zeit, hier zu verschwinden. Hey, halt. Wo ist er hin? Da, er ist da lang gelaufen. Das war's, du steckst in Schwierigkeiten. Warte auf mich. Hast du wieder deine alten Tricks auf Lager? Fang den Ball. Wovor hast du Angst? Komm schon, los. Bitte nicht. Ich habe Angst. Entspann dich. 3 Punkte. Aua. Das ist witzig. Oh, ich kann einfach nicht. Na, na, na. Ah, wir haben doch nur gespielt. Na, hallo. Lass uns mitspielen. Okay. Oh, schau zu und lerne. Ich bin ein Meister im Dribbeln. Ich werde dir einen Vorsprung verschaffen. Ah, okay. Wow. Wirf. Wow. Du hast ihn verfehlt. Ali? Loser. Gar nicht so cool, was? Das ist nicht fair. Lach nicht. Du hast gewonnen. Was für ein Fiesling. Ich danke dir so sehr. Wie kann ich zeigen, wie dankbar ich bin? Oh, willst du ein Oberteil? Nimm es. Danke, du hast mir auch geholfen. Kein Problem. Mach's gut. Baby, wo bist du? Ich glaube, sie wird sehr glücklich sein. Hallo. Oh, ich hatte schon Angst. Schau mal, was ich habe. So cool. Es ist ein Top genau wie deins. Aber jetzt gehört es dir. Cool. Lass es uns von der Liste abhaken. Erledigt. Hm. Lasst uns essen. Ich komme. Oh, guten Appetit. Du auch. Ups, sieht aus, als hätten wir ein kleines Chaos angerichtet. Wir müssen das aufräumen. Warte, was soll ich tun? Ich hab's. Manneke, folge mir. Perfekt. Jetzt ist es ein Rock mit einem originellen Muster. Was hat sie vor? Jetzt machen wir einen Tupfenrock genau wie meinen. Ein bisschen Farbe und du bist eine Modekönigin. So, nur noch ein bisschen mehr. Hm, interessant. Baby, sieh dir nur diese Schönheit an. Willst du es anprobieren? Es ist genau deine Größe. Probier es an. Wow, Miss Delight, sie sind fantastisch. Ich danke ihnen vielmals. Nun steht der Rock auf der Liste. Was fehlt noch? Eine Schleife. Chum Chick. Schaffst du das? Ich habe den Stoff gefunden. Das ist toll. Ich komme wieder. Und dann habe ich es ihr gezeigt. Bäm. Oh, das ist schon was. Lass uns die Finger der Nerds zusammenkleben. Aber warte, ich habe noch eine bessere Idee. Hey, beeil dich. Da kommt jemand. Lauf. Moment mal, wo ist die Schleife? Sieh dir das an. Das ist Miss Delight. Ich erinnere mich, dass ich eine Ersatzschleife hatte. Vielleicht hier. Sie geht zum verklebten Spind. Hier? Ah! Wer hat das getan? Los, lass den Kleber. Ja, endlich haben wir sie erwischt. Lauf! Der Streitkolben, nimm ihn. Hey, warum ist er so schwer?
Ich kann ihn nicht heben. Worauf wartest du noch? Hilfst du mir vielleicht? Klar, los geht's. So naiv. Das hat funktioniert. Mach weiter so. Und jetzt mach es. Ich kann nicht. Autsch! Tut mir leid, das ist der Streitkolben. So unangenehm. Bist du überhaupt noch am Leben? Ich kann es nicht kontrollieren. Au! Träumt sie's, Leute. Ah. Bleib weg von meinem Streitkolben. Ciao, ciao. Schätzchen, ich bin wieder da. Schau, ich habe eine Krawatte gemacht. Wow. Du bist so schlau. Oh, das steht dir. Lass es uns abhaken. Ich bin bereit. Fertig. Wow, du bist stark. Wow. Es ist an der Zeit, dir die Hauptsache beizubringen. Den Zombie Walk. Wow, lass es uns versuchen. Ich erkläre dir alles. Du nimmst etwas Schweres, streckst die Arme aus und ziehst dich direkt hinterher, verstanden? Etwa so? Nein, nicht so. Halte deine Arme gerade. Okay, ist das besser? Nö, zu glatt. Wie dann? Ich hab's. Mit Gewichten geht's leichter. Sie ziehen dich. Oje. Versuch es. Ah. Oh. Scheint hoffnungslos zu sein. Ja, das kann ich auch. Nein, das brauchst du nicht zu wiederholen. Wiederhole den Ausdruck. So? Erstaunlich. Du bist so schlau. Sehr gut. Du hast dir ein Häkchen verdient. Jetzt lass es uns noch einmal versuchen. Okay. Du machst das toll. Hey, Rutschop. Suchst du Ärger? Bitte nicht. Ich flehe euch an. Warum lässt du die Bücher fallen? Wer ist da? Das war's, Leute. Jetzt seid ihr dran. Hat sich Misty Light geklont? Komm schon, Baby. Ich glaube an dich. Sie werden sich für den Rest ihres Lebens an diesen Tag erinnern. Das wird ihr Albtraum sein. Was ist denn hier los? John Chick, leg dich hin. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Ich habe Angst. Was sollen wir tun? Sie kommt immer näher. So ist es gut, Süße. Los geht's. Bitte schlag mich nicht. Wir müssen rennen. Das gibt's doch nicht, Leute. Was? Misty Light? Dachtest du, ich hätte euch vergessen? Steht auf. Was war das? Bitte hör auf. Komm schon. Was wird jetzt mit uns passieren? Komm schon. Zieht die Lumpen aus. Toll. Jetzt werden uns die anderen Tyrannen auslachen. Und jetzt ab zum Putzen. Was? Und gib dir Mühe, ich werde alles überprüfen. Besser. Misty Light, bitte überprüfen Sie das. Oh nein, eklig. Ich will das nach ihr werfen. Was hast du gesagt? Nichts, Entschuldigung. Perfekt. Gut gemacht, das ist eine Eins. Ich danke dir. Und außerdem... Oh, du hast eine Schleife gefunden. Dem Streber werde ich eine Lektion erteilen. Ich putze nicht allein. Toller Ort. Lass ihn dich nicht finden. Ich kümmere mich selbst um ihn. Ich glaube, er hat es nicht bemerkt. Hallo. Oh nein, sind das Blähungen? Ich fühle mich nicht so gut. Ist das alles? Ah, ich wünschte, ich könnte an die Waffe kommen. Ich würde mit ihm leicht fertig werden. Ich helfe dich. Nimm sie. Ein Pin? Nein, eine andere Waffe. Okay, ich gebe sie dir jetzt. Ein Huhn? Nein. Okay, hör auf. Stimmt etwas nicht? Was machst du da? Ich habe nach einer Waffe gefragt. Warum hast du sie nicht gesehen? Du hättest es früher sagen sollen. Lass uns weitermachen. Komm schon. Mit Vergnügen. Also der hier. Nimm ihn, Kissy. Ein Ball? Willst du mich verarschen? Oh, ein Ball. Jetzt fange ich dich. Was? Hat es wirklich funktioniert? Puh, das war knapp. Catnap? Miau. Ich lasse dich allein. Gut gemacht, Baby. Wow, Kissy, komm zurück. Nicht so schnell. Oh nein. Hoffentlich merkt er es nicht.
Ich bin wieder auf dem richtigen Weg. Wo ist Catnip? Oh nein, ist das eklig. Nichts Brauchbares. Oh, bist du neu? Ah, Hector. So unhöflich. Ich werde dir gute Manieren beibringen. Wow, diese Arme. Zieh nicht daran. Limbo. Ich habe es geschafft. Glaubst du, ich spiele mit dir? Auf keinen Fall. Ich sitze fest. Puh. Und du bist schlau. Wage es ja nicht, mich auszulachen. Ich bin eigentlich auf deiner Seite. Ist das klar? Ja, lass mich einfach gehen. Hast du Huggy mitgebracht? Das ist dir toll. Und jetzt leg dich hin. Was hast du vor? Jetzt wirst du es erfahren. Blaze, hier. Hey, vielleicht solltest du das nicht tun. Oh doch. Toomchick. Oh, es ist toll geworden. Oh ja, jetzt habe ich noch mehr Kräfte. Ich bin fertig mit Kissy. Nur noch das Mädchen ist übrig. Wo versteckt sie sich? Komm raus. Du willst doch, dass ich nett bin, oder? Ich bin so müde. Aber ich kann nicht einschlafen. Ich muss mich festhalten. Leute, bitte like dieses Video. Ich brauche viele Likes, damit ich nicht einschlafe. Oh, danke. Es klappt. Macht weiter so. Bitte. Es hat geklappt. Der Rauch ist nicht mehr gruselig. Na, na. Ich glaube, ich höre etwas. Keine Sorge, Baby. Hilfe ist auf dem Weg. Und hier kommt Catnip. Wuhu. Willst du mich verarschen? Du bist nicht furchteinflößend und so funktioniert das nicht. Was meinst du? Lass es uns nochmal machen. Ich werde dich vernichten. So funktioniert das nicht. Ich weiß, dass du nicht Huggy bist. Komm schon, schau. Was? Wie ist das passiert? Ups, ich will dich nicht ablenken. Hab einen schönen Tag und bla bla bla. Aber warum? Ciao, ciao. Er hat mich entlarvt. Der Plan ist gescheitert. Was soll ich tun? Ich habe mich so angestrengt. Oh nein. Was ist passiert? Er hat mich besiegt. Was für eine Heulsuse. Na gut, ich habe etwas für dich. Ich muss es selbst machen. Auf einem Blatt skizzieren wir die Handsilhouette, aber viel größer. Dann schneiden wir sie aus. Schon schick. Wiederhole es auf Schaumstoff. Sprühe es an. Genau das, was Huggy braucht. Perfekt. Schau, das wird nicht helfen. Was für ein Fiesling. Lass uns dieses Band an deinem Handgelenk anbringen und verschiedene Elemente hinzufügen. Fast fertig. Chim-chick. Die Pistolenhand ist bereit. Mach sie an. Super. Das wirst du auch brauchen. Und was ist das? Das ist die perfekte Waffe. Ist das für mich? So cool. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Jetzt bin ich unbesiegbar. Und du kannst auch Backe-Backe-Kuchen spielen. Jetzt bin ich bereit, Catnip. Oh, pass auf. Aber denk dran, sei vorsichtig mit dem Gas. Verstanden. Danke, Mama. Sieh an, sieh an. Und wo ist dieser Catnip? Er muss Angst vor mir haben. Sieh mich einfach an. Ich kümmere mich um dich. Überraschung. Ah, weg da. Du kannst nicht gewinnen. Das werden wir ja sehen. Dein Gas funktioniert bei mir nicht. Oh, dieses Zeichen. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Chum-chick. Das kann doch nicht wahr sein. Geschieht dir recht. Fügen wir noch etwas hinzu. Nur das nicht. Ah, Hilfe. Ah. Gefällt dir das? Das war's, Catnip, das Spiel ist aus. Hey, du kriegst mich nicht. Verlierer. Es reicht. Du hast gerade Glück gehabt. Fang mich, wenn du kannst. Das ist unerhört. Ich muss ihm eine Lektion erteilen. Komm zurück. Wo ist er? So schön.
Er ist in unserer Falle. Wo sind denn alle hin? Wow, was ist das? Cool, ein Kratzbaum. Oh, wie gut. Das ist so schön. Es hat geklappt. Das ist unsere Chance. Beweg dich nur nicht. Jetzt bin ich dran. Oh, pass auf. Lass los. Auf keinen Fall. Kümmere dich um ihn schneller. Du hast es so gewollt. Ein Schlag mit 1000 Handflächen. Ich halte ihn fest. Stopp. Das war's. Es ist Zeit, dir zu zeigen, wer hier der Boss ist. Autsch, das hat wehgetan. Du bist die nächste Mami. Oh nein. Gefällt es dir? Ich lasse dich nicht mehr los. Ich muss mich noch um das Mädchen kümmern. Sie konnte nicht weit weglaufen. Jagdzeit. Ich hoffe, Papa geht's gut. Wo bist du, Baby? Ich muss etwas tun. Ich habe eine Idee. Maus, komm her. Jetzt zeige ich dir Catnap. Tochter, mach weiter. Hoffentlich klappt es. Was ist das? Eine Maus? Komm her. Ich fange dich. So furchterregend ist er gar nicht. Miau. Ich frage mich, ob er mit dem Laser spielt. Ein Licht? Wie niedlich. Komm her. Hey, wo willst du hin? Autsch. Dummerchen. Du kannst nicht entkommen. Komm her. Warte einen Moment. Da bist du ja. Oh oh, Zeit zu gehen. Genug. Ah, Hilfe. Du bist schon so lange weggelaufen. Aber jetzt habe ich dich erwischt. Lass los. Tu das nicht. Es ist zu spät. Sag dem Leben lebewohl, Baby. Chumchick. Wie komme ich raus? Es hat geklappt. Gefällt dir das? Wow. Hey, das war's nicht. Schon wieder. Das macht Spaß. Wow. Was? Schon wieder alles? Ich bin es so leid. Wow. Oh, was war das denn? Okay, dann fresse ich dich einfach. Wow. So lecker. Endlich bin ich nicht mehr hungrig. Oh, du Schurke. Bring meine Tochter zurück. Ich zähle bis 3. Oder du wirst es bereuen. Du bist also rausgekommen? Hol's dir. Verlierer, du hast es so gewollt. Was hast du getan? Das wirst du bereuen. Ah, lass los. Mein Gesicht. Ah. Hey, wer ist das? Ah, was ist hier los? Nur nicht das. Bitte nicht. Ah, hör auf. Bitte. Oh. Papa, wach auf. Hm, wo bin ich? Es war also ein Traum? Und Catnap ist weg? Puh, was für eine Erleichterung. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Danke, Papa. Diese Barbie ist so cool. Oh, sie ist auch eine Meerjungfrau. Wow, so cool. Wir werden beste Freundinnen sein. Und du, Ladybug, ruhst dich erstmal hier aus. Mach's gut. Oh, wo bin ich? Ich kann nicht atmen. Hm? Ich brauche 10.000 Likes, damit sich die Kiste öffnet. Leute, helft mir bitte. Like dieses Video, damit ich hier rauskomme. Ich flehe euch an. Ich glaube, es klappt. Noch ein bisschen mehr. Bitte beeilt euch. Wow. Wir haben es geschafft. Ich bin frei. Und hier ist die Sauerstoffmaske. Ich bin gerettet. Oh, danke, Leute. Ihr seid die Besten. Oh, Baby, ich bin hier. Hey, kannst du mich hören? Du bist so cool. Willst du schwimmen? Ladybug? Hab dich. Lass mich in Ruhe. Wow. Warum bist du hier? Weißt du, du kannst mir helfen. Ich habe eine Idee. Wenn ich eine Meerjungfrau werde, kann ich hier rauskommen. Ich muss nur noch ein paar Schritte machen. Der erste Schritt ist das Make-up. Super.
Gut, dann nehmen wir erstmal die Maske ab. Das ist ja furchtbar. Das Wasser hat mein Make-up abgewaschen. Ein guter Grund, die Maske auszuprobieren. So schön. Komm schon, schneller. Es ist Zeit, mich zu schminken. Aha, jetzt wird mich niemand mehr erkennen. Ist das nicht schön? Hey, was denkst du, Baby? Schau. Du bist so witzig. Was ist das? Es ist Zeit, deine Zähne zu putzen. Oh, Mama. Ich will aber nicht. Ich bin sicher, sie liebt es. Mal sehen, was als nächstes kommt. Ich glaube, das schaffe ich. Aber ich mag meine Frisur. Igitt, ich will sie nicht bürsten. Aua, was war das? Mein Kopf. Was ist mit ihm los? Es tut weh und es ist so klebrig. Aber das könnte zu meinem Vorteil sein. Ich muss mit einer Bürste durch meine Haare fahren. Das ist viel besser. Und ich putze mir gleichzeitig die Zähne. Kristallglanz. Cool. Du bist mein Lieblingsspielzeug. Warte, da glitzert etwas. Ich habe eine Idee. Es ist Zeit, angeln zu gehen. Verscheuche nur nicht die Fische, Barbie. Ah, er verfolgt mich. Hilfe, wo soll ich mich verstecken? Ah, ich bin ihm gerade noch ausgewichen. Oh nein, er kommt zurück. Ah, nur das nicht. Ich kann den Boden unter meinen Füßen nicht spüren. Ich glaube, das ist meine Chance. Ich wünschte, ich könnte die Schere erreichen. Ein Ladybug-Jojo. Gerade noch rechtzeitig. Jetzt kann ich mich ganz einfach aus der Falle befreien. Ciao, ciao. Oh, das war gruselig. Was steht als nächstes auf der Liste? Oh, das Meerjungfrauentop. Was soll ich dafür nehmen? Genau. Ich habe etwas Stoff. Lass es uns mit Pailletten verzieren wie die Fischschuppen. Entferne alles, was wir nicht brauchen. Verbinde die Formen miteinander. Es fehlt etwas. Lasst uns die schwarzen Perlen miteinander verbinden. Super. Jetzt können wir meine schwarzen Punkte hinzufügen. Zum Trick. Ich brauche mehr Flecken. Ich glaube, das ist genug. Das steht mir wirklich gut. Was kommt als nächstes? Der Schwanz. Nun ja, der fehlt definitiv. Vielleicht ist ja noch etwas in der Truhe. Wow, das ist genau das, was ich brauche. Sehe ich schon mehr wie eine Meerjungfrau aus? Nicht schlecht. Oh, das tut weh. Ich muss an meinem Schwanz arbeiten. Genau. Wie verbinde ich ihn zu einer Flosse? Ich habe eine Idee. Wickeln wir unsere Beine ein und malen sie rot an. Das sollte klappen. Toll. Und hier kommt die Farbe. Versuchen wir es. Wow, es ist besser geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Diese Flecken werden toll auf meinem Schwanz aussehen. So. Ein paar mehr und fertig. Das ist perfekt. Okay, ich hab's geschafft. Hey Baby, schau dir das Outfit an. Du bist mein bester Freund. Du bist so lustig. Baby, pass auf die Fische auf. Hey, ah, was für ein Fiesling. Geh. Oh nein, nur das nicht. Es ist ein echtes Monster. Ein paar Tritte und der Sieg ist mein. Aber wie soll ich das mit dem Schwanz machen? Oh, dann müssen wir den ganzen Plan ändern. Oh, hallo, Sebastian. Hallo, brauchst du Hilfe? Oh, willst du wirklich helfen? Ich habe auch kein gutes Gefühl mit einem solchen Nachbarn. Ich kann dir die Krallen leihen. Eine tolle Idee. Komm schon. Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Und ich habe vor nichts Angst. Es ist an der Zeit, diesem Piranha eine Lektion zu erteilen. Lass mich dir das Unterwasser-Kung-Fu zeigen. Komm her. Ha. Mit mir kämst du nicht zurecht. Danke, Sebastian. Du hast uns gerettet. Woher hast du sie? Was? Du kannst hier einen Preis gewinnen. Lass es uns versuchen. Ich hoffe, ich treffe nicht daneben. Jump check. Oh nein. Wie hast du gewonnen? Ich weiß nicht, das ist nur Glück. Und ich habe heute kein Glück. Warte,
Ich habe ein Jojo. Tschumtschick. Es hat geklappt. Wow, was ist da drin? Was für eine schöne Halskette. Ich muss sie anprobieren. Tschumtschick. Wow, an mir sieht sie noch besser aus. Was meinst du? Da waren auch noch die Ohrringe. Sieht toll aus mit meinem Outfit. Cool, was? Super. Noch ein Punkt mehr. Oh, ich bin so hungrig. Seetang. Das ist eklig. Ich rufe die Lieferung an. Hallo, ich möchte Mittagessen für das Aquarium bestellen. Hallo, hier bin ich. Ich glaube, ich bin an der richtigen Adresse. Okay, und wo jetzt? Das ist seltsam. Warte, sie hat das Aquarium erwähnt. Ma'am, hallo, hier ist Ihre Lieferung. Der Donut ist noch warm. Nehmen Sie ihn. Wow, er ist so groß. Ist das alles? Und das Macaron. Wow. Und das geht aufs Haus. Lecker. Wow, was für ein Bauch. Das klappt nicht. Jetzt ist es toll. Zeit zum Bezahlen. Das ist für dich. Haben Sie Bargeld? Oh, Sie sind meine beste Kundin. Lass uns das für einen Regentag aufheben. Hey Baby, ich bin hier. Schau, Baby. Lass mich in Ruhe, Huggy. Geh auf die Toilette. Aua. Skibidi dop 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 dop, geh runter. Skibidi dop dop, hallo. Wer bist du? Oh, ich falle gleich. Du hast mich verfehlt. Was für ein Schurke. Weißt du, was ich tun werde? Hol es. Aber die Frisur ist trotzdem ruiniert. Und was soll ich tun? Warte, was ist das? Ich glaube, das ist kein gewöhnlicher Helm. Und was ist da drin? Wow, aus diesen Kristallen kann man etwas Interessantes machen. Klebe sie mit der Klebepistole auf das Haarband. Sieht gut aus. Machen wir weiter. Wir können die schwarzen Perlen hinzufügen. Tschum, tschum, tschick. Was für ein schöner Faden. Eine tolle Ergänzung. Klebe ihn gut an. Das ist schon viel besser. Jetzt lass es uns anprobieren. Wow, so schön. Nun wird niemand mehr meine Haare ruinieren. Wo ist die Toilette, Huggy? Du willst einen Streit anfangen? Du bekommst ihn. Du hast gewonnen, Barbie. Lass uns feiern gehen. Was für eine Schande. Ich werde das nicht so stehen lassen. Ich werde Rache üben. Mit diesem Dreizack kann mich niemand aufhalten. Krabbe, bist du das? Huggy? Hey. Hallo. Was machst du denn hier? Ich habe ein tolles Angebot für dich. Jede Meerjungfrau muss einen Dreizack haben. Das ist verdächtig. Wovon redest du? Schau, es steht auf deiner Liste. Oh, dann hast du recht. Aber ich habe nur noch 20. Abgemacht. Und ich nehme die Toilette. Aua. Bist du sicher? Ja, nimm sie. Ich brauche sie nicht. Wow, so cool. Wow. Supercat, bist du das? Was für ein Horror. Er wurde erwischt. Hab keine Angst, ich bin schon da. Ich habe nicht genug Sauerstoff. Beeil dich. Okay, hab Geduld. Ich kann nicht. Wir hatten es irgendwo. Genau. Schneller. Ich glaube, ich habe es geschafft. Arme Supercat. Tiefer. Wie geht's dir? Puh, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Was machst du denn hier? Ladybug, dieser Ring ist so schön wie du. Das ist für mich? Ich traue meinen Augen nicht. So schön. Ich danke dir. Ich liebe es. Es ist so glänzend. Warte mal. Wer ist das? Aua, das tut weh. Okay, pass auf. Tschumtschick. Wow. Wie wär's, wenn wir eine Party schmeißen? Cool. Das war's. Geh. Oh, meine Maske.
Wo ist sie? Nicht hier? Vielleicht... Autsch! Warum? Hier ist sie! Ich habe dich vermisst! Jetzt fügen wir ein bisschen Magie hinzu. Cool! Ich bin jetzt eine Unterwasser-Ladybug. Ich fühle mich wie eine Meerjungfrau im Wasser. Warte, wenn ich den Dreizack habe, heißt das, dass ich das ganze Outfit habe. Oh, was ist hier los? Ist das wieder ein Piranha? Chum-Chick! Hol ihn dir! Wuhu! Hey Baby, schau mich an, ich bin jetzt auch eine Meerjungfrau. Ich bin hier. Schau. Oh nein, was sind das für Unterströmungen? Und warum habe ich so ein Pech? Dieses Baby braucht mich. Ladybug wird dir nicht helfen. Zu spät. Jetzt kann dich niemand mehr retten. Nur das nicht. Ich komme, um zu helfen. Ladybug! Habt keine Angst. Ladybug ist hier. Ihr seid in Schwierigkeiten, Schurken. Niemand hat dem Bugball bisher widerstanden. Wow. Danke. Ich bin gerettet. Baby, bist du okay? Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Schau dich um. Jetzt sitzt du auch in der Falle. Au. Das war's. Jetzt kann uns keiner mehr aufhalten. Ohne ihre Kräfte ist Ladybug keine Gefahr für uns. Ah, nein! Ladybug ist jetzt nur noch ein Käfer. Oh, ist das heiß. Wow, es ist ein Bugball. Was ist denn da passiert? Hol dir den Ball, sofort. Du gibst ihn mir besser. Steh bitte auf. Oh nein, wir sind in Schwierigkeiten. Wow, was war das denn? Baby, du hast mich gerettet. Hab keine Angst. Jetzt hast du auch die Ladybug-Kraft. Ich muss dir alles beibringen, was ich weiß. Ein Ladybug-Rucksack. Wow. Und du hast noch nicht gesehen, was da drin ist. Es ist eine Anleitung, wie man sich in Ladybug verwandelt. Und du hast einen harten Weg vor dir. Ich hoffe, du bist bereit. Ja, natürlich. Davon habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Ich bin so glücklich. Lass uns mit den Ohrringen anfangen. Okay. Aber wann werde ich die Kräfte einsetzen? Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Baby, nur keine Eile. Es tut mir leid. Ich war früher genau wie du. Aber ich hatte weniger Akne. Lass es uns loswerden. Komm mit. Ich mache dir eine echte Ladybug. So cool. Freut mich, dass es dir gefällt. Jetzt ist es Zeit, sie auszuziehen. Manchmal macht es mehr Spaß, gegen Akne zu kämpfen, als gegen Bösewichte. Wow, danke, Ladybug. Kein Problem. Warte mal, was hast du da auf der Nase? Oh, Mitesser. Nun, ich bin eine Ladybug. Nicht ganz. Wir bringen das mit dem Gesichtsreiniger wieder in Ordnung. Wir erhöhen die Stärke und volle Kraft voraus. Ups, ich hab's ein bisschen übertrieben. Warte, nur das nicht. Geh aus. Super. Ich habe nicht an dir gezweifelt. Toll. Lass uns mit unserer Liste weitermachen. Wir müssen dein Superheldenkostüm machen. Warte auf mich, ich bin gleich wieder da. Okay. Diese Stadt verdient einen sauberen Helden. In die Waschmaschine. Was? Darf ich mich zu dir setzen? Bitte. Okay, gut. Warte, ich muss noch ein paar schwarze Punkte für meinen Anzug hinzufügen. Es ist ein zarter Modus. Danke. Kein Problem. Es ist meine Pflicht. Toll. Wie lange wird es dauern? Oh, fertig. Ich glaube, das Mädchen wird es lieben. Was ist los mit der Generation Z? Oh nein, mein Umhang. Nein. Hey, wo willst du denn hin? Ah, und ich bin... Hier bin ich. Was für ein süßer Superheld. Redest du mit mir? Ich bin Spider-Man. Für meine Freunde einfach Spidey. Oh, hallo, mein Hübscher. Das habe ich noch nie gehört. Ich liebe Spinnen. Schau, was ich habe. Ich hätte nichts gegen eine weitere. Okay. Hallo nochmal. Was sind deine Pläne für heute Abend? Willst du mich umarmen? Nicht so schnell. Was? Du bist in mein Netz geraten, Spidey. Oh nein. Ich muss das zu Alice schicken. Ah, du bist also ein Strolch. Okay, dieses Spiel können zwei spielen.
Was? Du bist immer noch derselbe Spider-Man. Keine Witze mehr. Gib mir deine Kräfte. Oh nein, das würdest du nicht wagen. Danke. Jetzt werde ich noch viel mächtiger werden. Toll, erster Schritt. Geschafft. Na bitte, genau die richtige Größe. Es ist so cool. Du bist die Beste. Wir können durchstreichen, was wir schon gemacht haben. Die Ohrringe und den Anzug. Und jetzt ist es an der Zeit, an deiner Jojo-Tasche zu arbeiten. Tschum, tschum, schick. Oh nein, ich bin zu schwach nach dem Kampf mit Hawkmoth. Oh, ich habe eine Idee. Wir können eine Handtasche ohne Superkräfte machen. Alles, was wir brauchen, ist unser Verstand und eine Klebepistole. Schneide einen Kreis aus Moosgummi und ein paar Rohlinge aus Foamiran aus. Jetzt klebe die Teile zusammen. Füge eine Spitze hinzu und verbinde die Enden mit der Basis. Nur noch ein paar Details und das Ladybug-Jojo ist fertig. Schau, es ist so praktisch. Schneide jetzt die Erbsen aus schwarzem Foamiran aus. Fertig. Ich glaube, lass es mich sehen. Das ist seltsam. Hey, was ist mit dem los? Wow, pass auf, Baby. Hey, stopp. Ladybug, hilf mir. Ich falle gleich. Wow. Oh nein. Gut, dass ich sie aufspüren kann. Baby, wach auf. Geht es dir gut? Genau das habe ich befürchtet. Keine Sorge, mir geht's gut. Ist etwas nicht in Ordnung? Keine Bewegung. Ich bringe alles in Ordnung. Ja, so viel besser. Oh, Baby. Einfach toll. Geh jetzt auf die andere Seite des Raumes. Aber du hast mir doch schon die Zähne geputzt. Wo ist das Problem? Superheldentraining. Jetzt komm zu mir. Leute, ich brauche eure Hilfe. Gebt uns einen Daumen nach oben, um den Laser einzufrieren. Okay, lass uns loslegen. Es ist einfacher als ein Springseilspiel. Ein bisschen mehr. Gut gemacht. Ladybug Junior, gib mir 5. Oh, Baby, geht's dir gut? Ich habe etwas abgenommen. Keine Panik. Du bekommst alles wieder, wie es war, richtig? Es ist peinlich. Aber es ist besser so. Lass uns etwas experimentelle Coca-Cola hinzufügen. Toll, jetzt tauchen wir unsere Zöpfe hinein. Ich hoffe, es funktioniert. Wuhu! Noch besser als vorher. Wow, kann ich es anprobieren? Natürlich. Unglaublich, eine Mini-Ladybug. Oh, pass auf. Die Superkräfte sind kein Spielzeug. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Bist du sauer auf mich? Lass uns mit dem Training weitermachen. Aber diesmal in der virtuellen Realität. Du zeigst ihnen ein echtes Kung-Fu. Abgemacht? Dann zieh es an. Wow, so cool. Ich gehe an einen sicheren Ort. Was soll ich jetzt tun? Holt es euch, Schurken. Ihr könnt nicht gewinnen. Das glaube ich nicht, Minikäfer. Das wird einfacher, als ich dachte. Wow. Out. Oh nein. Hey, komm zurück. Hawkmoth, du hast sie wieder verloren. Ich muss immer alles selbst machen. Warum bist du so ein Zappel, Philipp? Oh, mein Kopf. Kommt her, ich werde euch allen eine Lektion erteilen. Das war's, das Spiel ist aus. Wir umzingeln sie und schnappen sie uns. Ups. Wow. Ich wusste gar nicht, dass es Waffen gibt. Ah, lauf. Was ist das für ein Lärm? Ich habe alle Levels bestanden. Kannst du dir das vorstellen? Jetzt bin ich viel stärker. Toll. Eine Superheldin wie du braucht eine Maske. Ich habe eine Idee. Okay. Warum es machen, wenn wir es zeichnen können? Baby, wie geht es dir? Toll, schau. Gefällt es dir? Perfekt. Setz dich hier hin. Okay, Bugball, lass uns dem Baby helfen. Tschum-tschick. Lass uns unserem kleinen Mädchen eine superheldenhafte Maske basteln. Ups, Tornado. Jetzt mischen wir alles und füllen den Behälter. Fast fertig. Lass uns ein paar schwarze Blaubeerpunkte hinzufügen. Machst du einen Kuchen? Ich nehme eine Beere. Lecker. Du bist so süß. Iss. Es ist fertig. Los, Bugball. Baby. Und hier ist die Maske für dich. Komm schon. Wow, das ist der Hammer. Und es riecht so gut.